Wie war das, wenn du es jetzt heute vergleichst oder die Jungs beobachtest? Wie war das zu deiner Zeit so vom Team Spirit her? Ist das vergleichbar oder war es komplett anders oder war dann eine Hierarchie oder aufgebaut? Ja, du hattest zu meiner Zeit schon so Spieler, die über dem Limit waren, also die aber natürlich eine großartige Karriere hinter sich hatten, so ein Augenthaler. Mhm. An die Breme zum Beispiel, die alle so, ja, so müde wurden, sag ich mal, ist jetzt nicht doof oder blöde gemeint, mhm, um Gottes Willen. Aber wir hatten auch diesen Superstar mit Lothar Matthäus dann, der herausstach. Und du hattest viele hungrige Spieler hinten dran. Ja? Du darfst auch nicht vergessen. Wir wurden ja zusammengeführt, mhm, damals, die DDR und Deutschland in diesem Sinne. Und es kamen so viele gute Spieler von drüben. Matthias, mhm, Sammer, Ulf Kirsten, Andi Thom, Thomas Doll. Ja, ja. Ja, also da kam ja noch mal was rüber, dass sogar damals Berti Vogts gesagt, Franz Beckenbauer war es, glaube ich, die Deutschen werden die nächsten Jahre nicht zu schlagen sein. Mhm. Und wir wurden doch geschlagen.